Die Voraussetzung für persönlichen Frieden ist einfach, zufrieden mit der Welt und zufrieden mit sich selbst zu sein. Und zufrieden bedeutet nicht wunschlos glücklich. Ich glaube, das gibt keinen Mensch, der lange wunschlos ist, weil dafür ist unsere Evolution nicht geschaffen. Das Leben produziert immer neue, kleine und große Unzufriedenheiten und daraus entwickeln sich immer wieder neue Wünsche. Der Gradmesser an inneren Frieden ist die Qualität der wichtigsten Beziehung, die du hast, nämlich die Beziehung zu dir selbst. Und diese Qualität der Beziehung, die du zu dir selbst hast, die spiegelt sich in allen Bereichen deines Lebens wider. Zum Beispiel in der Frage, hast du Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen? Oder gibt es Menschen, denen du Abneigung oder sogar Hass entgegenbringst? Ja? Wenn du mit deiner Vergangenheit keinen Frieden geschlossen hast, dann kann es auch keine friedvolle Zukunft geben. Und dann geht's weiter. Bist du im Frieden mit dir selbst? Magst du dich selbst? Oder magst du dich nicht besonders? Wenn du dich selbst nicht besonders magst, wie sollen dich dann andere Menschen mögen? Ja? Respektierst und achtest du dich selbst? Achtest du auf dich? Wenn du dich nicht selbst so akzeptierst, so wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen, dann werden dich auch andere Menschen nicht akzeptieren. Wenn du dich selbst nicht achtest, dann werden dich auch andere Menschen nicht sonderlich achten. Wenn du dir selbst wenig oder nichts zutraust, dann trauen dir auch andere Menschen nicht so. Deine Beziehung zu dir selbst, die spiegelt sich wieder in den Beziehungen zu allen anderen Menschen. Und nun sind wir bei der Frage, was macht ein friedvolles Leben aus? Ich nehme es mal vorweg, ja? Ja, Menschen sind mehr oder weniger friedvoll. Und ob ein Mensch mehr oder weniger friedvoll durch sein Leben geht, das wird in der frühen Kindheit festgelegt. Als du ganz frisch auf dieser Welt angekommen bist, da warst du ganz natürlich. Du warst neugierig, fröhlich, du warst vollkommen friedvoll. Und dann haben andere Menschen begonnen, dir die Welt zu erklären. Entweder in Worten oder mit Verhalten. Und so hast du von Eltern, Großeltern und anderen wichtigen Personen deiner Kindheit gelernt, wer du bist und wie du bist. Und wahrscheinlich hast du von deiner Mama immer wieder gesagt bekommen, du bist so ein liebes Mädchen, du bist so ein lieber Junge, ich weiß, du bist besonders intelligent, du lernst so schnell, viel schneller als die anderen Kinder, du hast so gutes Benehmen. Ich weiß, aus dir wird mal was ganz Besonderes. Du bist mein Schatz, Mama oder Papa hat dich lieb. Und wenn ein Kind immer wieder diese ermutigenden, liebevollen Worte hört, dann bildet sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein stabiles Fundament an Selbstvertrauen und auch ein gesundes Selbstwertgefühl. Und das Kind wird sich genauso mögen, wie es ist. Dieses Kind hat eine weit größere Chance auf ein friedvolles, glückliches und erfolgreiches Leben. Weil warum wird das Kind sich so mögen, wie es ist? Weil es von Mama und Papa auch so geliebt wurde, wie es eben ist, ohne sich zu verstellen. Ja, und so hat ein Kind mit diesen Suggestionen von den Eltern wirklich ein tolles, die Grundlagen geschaffen für ein tolles, friedvolles Leben. Im nächsten Beispiel ist das nicht so. Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Zuschauer, der nicht so tolle Dinge von seinen Eltern gehört hat. Ja, zum Beispiel, lass das sein, geh da weg, das kannst du nicht. Immer machst du alles kaputt, kannst du nicht einmal etwas richtig machen. Wenn du so weitermachst, dann haben dich Mami und Papi gar nicht mehr lieb. Immer haben wir Scherereien mit dir. Ja, und wenn du das oder Ähnliches oftmals gehört hast, dann beginnt hier das Dilemma und gleichzeitig ist es die Wurzel von Unfrieden und von zahlreichen Problemen in deinem Leben. Wird das Kind so ein stabiles Fundament an Selbstvertrauen und Selbstachtung aufbauen können? Wird das Kind sich selbst etwas zutrauen? Höchstwahrscheinlich nicht. Als Erwachsener hat dann dieses Kind Angst vor Fehlern, Angst, etwas falsch zu machen, weil es hat ja noch nie etwas richtig gemacht. Mama und Papa haben schließlich immer wieder gesagt, also stimmt's.
Und so, und jetzt wird's wichtig, so entsteht das Selbstbild des Kindes aus den Meinungen und Ansichten von Eltern, Großeltern und den wichtigen Personen der Kindheit. Und zwar aus den Ansichten über das Kind. Das Kind bekommt sozusagen eine Persönlichkeit von Eltern und Großeltern übergestülpt. Und manchmal, da können kleine unbedachte Bemerkungen der Eltern großen Schaden anrichten für das Selbstwertgefühl oder das Selbstvertrauen des Kindes. Der Mangel an Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstachtung zieht dann im Erwachsenenalter unzählige Probleme nach sich. Das geht jetzt hier nicht gegen die Eltern, sei du deinen Eltern nicht böse. Sie haben das Beste getan, was sie konnten. Aber Unwissenheit kann großen Schaden anrichten und Wissen kann dich retten. Wenn ein Kind immer wieder gehört hat, du machst alles kaputt, kannst du nicht mal was richtig machen, dann ist das zu einem Teil der Persönlichkeit des Kindes geworden. Das passiert automatisch, wenn ein Kind immer wieder die gleichen Äußerungen hört. Dann hat das Kind aller Wahrscheinlichkeit nach Angst vor großen Aufgaben oder Angst, Fehler zu machen. Und wer Angst vor Fehlern hat, der macht vor lauter Angst mehr Fehler. Generell ist es so, wenn die Eltern zufrieden, friedvoll und liebevoll waren, dann wird das Kind in der Regel auch friedvoll sein. Wenn die Eltern unzufrieden mit dem Leben sind, dann geben die Eltern ihren inneren Unfrieden, ihre Unzufriedenheit an das Kind weiter. Ein Prozess von Vererbung. Und so bekommt das Kind ein brüchiges Fundament an Selbstachtung, Selbstvertrauen und Selbstliebe und muss dann die Folgen das ganze Leben lang selbst tragen. Ein brüchiges Fundament an Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwertgefühl ist verantwortlich für jede Menge Probleme im Leben. Ein brüchiges Fundament an Selbstliebe und Selbstvertrauen schafft unzählige Probleme in allen Beziehungen und das verkompliziert ein Leben enorm. Menschen, die sehnen sich danach, wieder so zu sein wie am Beginn. Am Beginn, als du hier auf dieser wunderbaren Welt angekommen bist, frei von Masken, frei von Zwängen, frei von Urteilen und frei, um zu vertrauen, frei, um zu lieben, ohne Bedingungen, frei, du selbst zu sein, authentisch und natürlich. Und vielleicht weißt du es noch nicht. Eine deiner Aufgaben ist es hier, wieder Frieden zu finden, Frieden in dir und Frieden mit dir. Das heißt, dass du dich selbst genauso akzeptierst, ja, und dich genauso liebst, wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen. Das ist die Voraussetzung für Frieden in dir. Und das heißt auch, Frieden schließen mit deiner Vergangenheit. Frieden schließen mit den Menschen, denen du noch ungute Gefühle entgegenbringst. Frieden schließen heißt auch akzeptieren, das, was ist, die Realität annehmen. Und wenn du in einem Bereich deines Lebens unzufrieden bist, dann tu einfach alles dafür, das zu ändern. Und wenn du das alles tust, wenn du Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen hast, wenn du alle feindseligen Emotionen anderen Menschen gegenüber entlassen hast, wenn du die Realität annimmst, wie sie nun mal ist, dann wird es immer friedvoller in dir und in dem Maße, wie es friedvoll in dir ist, trägst du zum Frieden in der Welt bei. Und das mag auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, ist es aber nicht. Wenn jeder Mensch es sich zu seiner obersten Priorität machen würde, sich zuerst um sich selbst zu kümmern, dafür zu sorgen, dass es ihm selbst gut geht, dass er sich selbst wohlfühlt, dann wäre unsere Welt ein friedvoller Ort. Weil wenn es dir gut geht, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann bist du ein friedvoller, wohlwollender und respektvoller Mensch. Dann kannst du nicht gleichzeitig feindselig, missgünstig oder ärgerlich sein. Das können nur Menschen, die mit sich und der Welt unzufrieden sind. Die Menschen, die innerlich unzufrieden, verärgert, missgünstig oder feindselig sind, die tragen zum Unfrieden in der Welt bei. Ich weiß, immer mehr Menschen, die verstehen, wovon wir hier reden und warum es so wichtig ist, selbst ein wohlwollender, friedvoller und respektvoller Mensch zu sein. Aber es gibt viel mehr, die das eben noch nicht verstehen.
Die allgemeine Negativität der Gesellschaft, die wird von den Medien jeden Tag geschürt. In den Nachrichten gibt es übertriebene Horrormeldungen. In der Werbung gaukelt man uns vor, dass wir alles, was wir alles nicht noch brauchen, um uns gut genug und glücklich zu fühlen. Die Medien verbreiten Unsicherheit und Angst, hetzen die einen gegen die anderen, die verbreiten Unfrieden. Wie sollen Menschen friedvoll sein, wenn der Geist täglich mit Müll gefüttert wird? Friedvolle Menschen sind nicht gewollt, weil sie sind nur noch schwer durch Angst und Unsicherheit führbar. Ich bin mir auch sicher, wir sind einfach auf dem Weg in eine viel bewusstere Welt und die viel mehr von Miteinander anstatt ja gegeneinander ist. Eine Welt, die von ja, Wohlwollen, Fürsorge, Mitgefühl und Liebe gekennzeichnet ist. Aber wie lange das noch dauert, bis die kritische Masse von Menschen das auch lebt, das kann viele, viele Jahre dauern. Und ich denke sogar vielleicht einige hundert Jahre oder sogar einige tausend Jahre. Weil was sind 100 oder 1000 oder 100.000 Jahre für die Evolution? Nicht mal ein kleiner Sandkorn. Das gibt nämlich auch mächtige Gegenkräfte. Und es gibt die Vererbung. Also die Menschen, die selbst Unfrieden und Aggression in sich tragen, die geben diesen Unfrieden an die Kinder weiter und an die Kindeskinder. Also so lange wird Unfrieden an die Nachkommen vererbt, ganz automatisch, kann man nichts dagegen tun, bis jemand in der Ahnenreihe diesen Prozess unterbricht und selbst zum friedlichen Menschen wird. Ja, und wenn du ein Kind hast oder haben wirst oder Enkel hast, dann solltest du diesen Prozess unterbrechen. Du solltest ein Vorbild an Wohlwollen, Freundlichkeit und Respekt sein für deine Kinder, für deine Enkel, für deine Mitmenschen generell. Und du solltest deinen Kindern etwas zutrauen, lieber zu viel als zu wenig. Du solltest Menschen ermutigen, ihnen Kraft und Zuversicht geben. Du kannst deinen Kindern und später deinen Enkeln ein gesundes Fundament an Selbstvertrauen und Selbstachtung geben. Du kannst deine Kinder lieben, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Du kannst alles dafür tun, damit deine Kinder die Chance auf ein friedvolles Leben haben. Gleich von Anfang an, ohne dass sie sich erst groß anstrengen müssen, wie wir das tun mussten und die meisten, die hier zuhören. Ja, und wenn du das tust, dann machst du dein Leben gleichzeitig friedvoller, erfüllter und glücklicher. Und dann leistest du deinen Beitrag für eine friedvolle Welt,